Uli, vor 2 Tagen haben wir den Baum für Achim gepflanzt. Wie war das für dich? Bewegend, befreiend und gut. Es war eine Achterbahn der Gefühle, weil heulend und doch lächelnd. Es hat mir einfach gut getan. Wenn du sagst, es war befreiend, warum war das befreiend? Weil ich nochmal Abschied nehmen konnte, richtig Abschied nehmen konnte. Weil wenn sowas passiert, kommt gleich drauf die Beerdigung und alles, man ist nicht mehr da. Also man kriegt zwar alles mit, aber man ist in dem Moment nicht da. Es geht alles so schnell und so weg. Und wir hatten die Möglichkeit hier ganz bewusst nochmal Abschied zu nehmen. Und das nach 18 Jahren. Warum hat es dir nach 18 Jahren immer noch etwas bedeutet? Weil ich nie bewusst Abschied genommen habe. Und das ist mir nie bewusst gewesen. Durch diesen Baum ist mir bewusst geworden, dass ich Abschied genommen habe. Ich habe diese Kiste gepackt, die kriegt ja jeder. So ein kleines Kistchen, da kann man was reintun. Da habe ich die Rede reingemacht, das Armband, ein Holzherz. Und das hat einfach, man hat was gegeben und konnte es abschließen. Ja.